Servus, grüß euch. Es ist der 1. Jänner 2019 und eine neue Staffel, eine neue Season Humaldo Plays steht an auf meinem YouTube-Kanal Humaldo Plays. Große Änderungen sind vorgenommen worden, wie zum Beispiel, ihr hört es schon, ich rede nicht mehr Englisch, sondern ich rede jetzt Deutsch bzw. österreichischen Dialekt, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ja, es gibt einige andere Änderungen im Videokonzept, die ich jetzt aber gar nicht so sehr erklären möchte, weil ich es im Verlauf des Videos erzählen werde. Also schaut euch einfach mein Video an, es dauert insgesamt so knapp 40 Minuten und ich mache einen kompletten Playthrough durch Super Mario Land am Gameboy und daneben erzähle ich euch ein paar leibende Sachen. Viel Spaß! Jo, Super Mario Land am Gameboy ist eigentlich eins der Spiele, die ich eigentlich wirklich schon am meisten und am längsten Erinnerung damit verbinde. Es war ja tatsächlich also mein erstes Gameboy-Spiel damals. Ich glaube, ich habe sogar vor Tetris gespielt. Ich war noch recht jung, also ich bin ja schon, also damals war ich jung, heute bin ich ein alter Knacker. Und damals hat es jemanden gegeben, der war ja damals schon ein bisschen älter und der hat einen Gameboy gehabt und natürlich hat der Super Mario Land gehabt und ey, fuck, fucking, fuck, fuck. Und da habe ich natürlich ein bisschen gespielt bei dem und war sofort hin und weg. Gameboy, Mario am Gameboy war natürlich auch unglaublich, was wirklich Unglaubliches für mich. Das versteht man heutzutage gar nicht mehr so. Heute, wo die Jugend mit Smartphones und allem möglichen Zeug schon aufgewachsen ist, die Digital Natives sozusagen, die können sich das wahrscheinlich gut vorstellen, dass so ein Gameboy damals wirklich was unglaublich Technisches war. Moment, ich hoffe, das Ganze ist... Also, ich muss jetzt noch herausfinden, wie meine motorischen Fähigkeiten heute sind, weil es ist heute der erste... Jänner oder Januar, wie unsere deutschen Freunde dazu sagen, 2019 und eine neue Serie beginnt, aber dazu komme ich eh noch später. Jo, Mario Land, damals sofort, habe ich mich sofort verliebt. Portables Super Mario, unglaublich genial war das für mich. Vor allem NES hat man schon kennt, also dieses klassische Mario Bros. Und Mario Bros. 2 und Mario Bros. 3 am NES war alles bekannt. Und dann plötzlich war auch die Möglichkeit da, dass auch auf dem portablen Schulpausenhofweg, keine Ahnung, dass man da auch Mario spielen kann. Und das hat mir natürlich mind geblowt, sozusagen. Und ein Leben. Gut. Und somit wäre es, also da kann ich jetzt noch ganz kurz herzagen, muss ich kurz pausieren, damit die Zeit nicht abläuft. Das ist das gute Stück Super Mario Land. Ja. Das ist sogar noch die Originalschachtel von damals noch. Also wirklich, wie ich es damals zu Weihnachten gekriegt habe, vor 20 Jahren oder so. Ja, nicht ganz 20 Jahren. 1990. Uiuiuiui. Nein, das ist eigentlich schon 30 Jahre. Fuck, Alter. Nein, was bin ich für ein Jo? 30 Jahre ist das bald hier. Alter Sack. Ich muss das kurz vorlesen. Super Mario Land. Komm mit Mario in eine Welt seltsamer Fabelwesen, Ruinen aus grauer Vorzeit, Riesenkrabben, fliegende Steinmonster und gefräßige Haifische erwarten dich in diesem brandheißen Abenteuerspiel, bla 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 bla. Ein wunderschönes König, vor allem wunderschönes zweifärbiges Königreich. Inmitten alter Ruinen, stürmische Meere und brandneue Herausforderungen machen Super Mario Land zum besten Adventure-Game aller Zeiten. Ja, das steht wirklich da, da schau. Man kann es fast lesen. Machen Super Mario Land zum besten Adventure-Game aller Zeiten. Jo. Da können wir sich am besten selbst ein Bild davon machen, ob das wirklich so ist oder nicht. Adventure Game, ja, was, Klappentext und so weiter. Oh, fucking fuck, Alter. Ich schiebe mal das Ganze auf die Verzögerung. Ja, ich spiele damit den 8-Bit-Bluetooth-Gamepad. Das hat theoretisch ein bisschen mehr Verzögerung.
als ein Kabel-Controller. Und ja, oder es kann auch sein, dass ich einfach nur unfähig bin, aber ich glaube, Mario Land ist ja auch berühmt dafür, dass es jetzt nicht unbedingt die beste Steuerung hat. Ja, wird 1-2. Und vielleicht schaffe ich es ja sogar. Ja, also das ist mal mein ganz in einen Nutshell drin, meine History zu Mario Land. Und ja, es ist relativ kurz, also das heißt, die Chancen stehen gut, dass ich das heute sogar durchspüle. Und wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle. Und keine Ahnung, damals, wo ich es zu Weihnachten gekriegt habe, im zarten Alter von 10 oder 11 Jahren, dürfte da gewesen sein. Also, war bald schon 30 Jahre, das ist so traurig. Habe ich es gesüchtelt, bis zum Ende nie natürlich, aber ich glaube, ich habe trotzdem ungefähr 2 Wochen gebraucht, bis ich es durchgespielt habe. Und das Witzige ist, ich glaube, es ist ja extrem kurz, es hat 12 Levels. Ich glaube, ja sicher, 3x4 ist anscheinend 12, wenn ich die Mathematik, seit ich das letzte Mal Mathematikunterricht gehabt habe, nicht geändert hat, dann ist 3x4 12. Entschuldigung. Und ja, 12 Levels. Das heißt, ich müsste jetzt auch schon im finalen Level von der Anna-Blume. Naja, ist ja nicht so schlecht. Ja, genau. Letztes Level, Ägypten-Level. Und ich habe bis heute keine Ahnung, wenn sie da oben, ganz oben, die Decke da betrachtet, werdet ihr sehen, dass jetzt demnächst irgendwelche Gegenstände oben sind. Und ich habe bis heute, da oben sind Münzen. Und ich habe bis heute nicht die geringste Ahnung, wie man zu diesen Münzen kommt. Oh, scheiße, da soll ich. Und habe jetzt die herabfallenden Gegenstände übersehen. Und jo. Keine Ahnung, wie sie das gedacht haben. Man kann ja nicht zurückscrollen. Also da ist ja nur ein Einwege-Scrolling eingebaut in diesem Spiel. Und irgendwie. Macht das überhaupt keinen Sinn. Also man kann da oben gar nicht zurück. Ich glaube, das ist einfach nur ein großer Troll der Spieleentwickler. So, und weiter geht's. So, dun. Oh, ich bin klein und da ist der. Oh, fuck, Alter. Jo, das gehört natürlich da voll dazu, dass ich ja ziemlich abluse. 5 Leben habe ich und sollte eigentlich dann demnächst auch mehr werden. Jo. Ich werde dann auch gleich mal drauf zu sprechen kommen, was es eigentlich mit dieser neuen Videoserie von mir auf sich hat und warum ich jetzt plötzlich auf meinem YouTube-Kanal, den ich ja bis vor kurzem in englischer Sprache geführt habe, warum ich dann jetzt plötzlich Deutsch oder beziehungsweise Mundart-Dialekt rede, wird jetzt alles. Das ist ziemlich fies. Also das ist Game Design mäßig ziemlich geil. Ich komme da rein, krieg da drinnen mein Schwammerl oder meine Blume, aber oben fallen diese Blöcke runter, das heißt, die konnten mir wieder verkleinern und das heißt, wenn das passiert, komme ich nicht mehr raus, weil ich die nicht zertrümmern kann und da gibt es dann nur den Selbstmord-Pit. Also Game Design-mäßig ist das schon was, das Nintendo damals erlaubt hat, aber ich glaube, das eigentlich heutzutage nicht mehr vorkommen dürfte. Also weil, wenn man sich da umbringen lässt, oder wenn man da getroffen wird, ist der einzige Weg der Selbstmord. Das ist schon sehr heftig. Schauen wir mal. Das ist natürlich so eine Hommage an Mario. An Mario Bros. Ah, fuck. Okay, aber eigentlich kann man da einfach drüber springen. Ja, also dieser komische pharaonische Löwenkönig ist eigentlich ziemlich easy zum drüberspringen. Ich glaube, man müsste rückwärts hätte man eigentlich mit den Feuerblumen beschießen können. Und da. Oh. Funk Yo Mario. Ich habe keine Ahnung, ob ich damals, wie ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, das überhaupt schon auf Englisch entziffern habe können. Was auch immer. Aber ich glaube, Thank You Mario war gerade schon in meinem Wortschatz drin. Und wieder ein Leben. Naja, besser ist gar nichts. So, und somit
bin ich in der zweiten Welt und niemand weiß, warum Mario da aus einem UFO rauskommt. Das ist das Allerschrägste überhaupt. Ja, aber ja, das Coole ist, am Gameboy haben sie damals sich noch verschiedene Freiheiten erlaubt. Also es war ja irgendwie so, das vermisse ich heute sogar ziemlich, dass damals war, oh fuck, ich vermisse sogar meine Gaming-Skills. Alter. Am Gameboy, der Gameboy war also quasi so die Nebenkonsole, also die Hauptkonsole war natürlich der NES. Und also dann das Nintendo Entertainment System. Und da sind die Hauptspiele gekommen. Und der Game Boy war so ein bisschen eine Nebenplattform, so ein bisschen experimenteller. Und das nicht das Hauptteam hat die Spiele gemacht, sondern so kleinere Teams. Und die haben natürlich ein bisschen mehr herumexperimentiert. Und deswegen ist er am Game Boy, vor allem in der Game Boy Phase, sind ziemlich viel schräge Spiele rausgekommen. Zum Beispiel. Die ganze Wario's Land Serie ist zum Beispiel alles am Gameboy erdacht worden und war immer ein bisschen anders als der Rest der Haupt-Mario-Spiele und generell viel mehr Experimente haben damals stattgefunden und ich mag das eigentlich und das hat sich dann irgendwann später mal aufgehört. Spätestens jetzt, ich bin ja, so sehr ich die Nintendo Switch mag, ich bin ein bisschen traurig drüber, dass jetzt quasi auch unterwegs die großen, also dass es die großen Spiele auch unterwegs möglich sind, weil ich habe schon irgendwie diese Handheld-Spiele wie am Gameboy so rausgekommen sind. Wie das da, ich habe das immer ganz speziell gefunden. Ich habe Spiele, die man unterwegs spielt, können meiner Meinung nach oder sollten meiner Meinung nach ein bisschen anders funktionieren als die großen Konsolenspiele. Und auf der Switch ist es halt nur mal so, dass das halt richtig große Konsolenspiele sind, die man unterwegs jetzt mit hat. Und ja, das ist ein bisschen so meine Angst. Vor allem, ich ertappe mir selber, unterwegs möchte ich eigentlich gar keine großen, full-fledged AAA-Spiele spielen. So, ich würde unterwegs viel lieber so Spiele spielen, wie eben am Gameboy da damals rausgekommen sind. Sowas wie Mario Land. So, fuck, voll versäumt. Sowas wäre unterwegs eigentlich ziemlich geil, aber es gibt es ja kaum mehr. Am 3DS ist natürlich in der Virtual Console haufenweise diesbezügliches klassisches Zeug rausgekommen, was eh cool ist. Und ich habe 3DS unterwegs sehr oft und sehr gerne gespielt. Fuck, Alter. Ich kann mich gerade erinnern, dass da so ein Jingle abgespielt wird. Wenn man eine Blume erwischt und man hat bereits. Das ist ja voll der arge Jingle. Und ja, ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn auch kleinere Spiele rauskommen, die für Handhelds designt werden, auch in Zukunft und auch auf der Switch. Ist wahrscheinlich ein ziemlicher Retro-Wunsch von mir. Wahrscheinlich gibt es die Zielgruppe gar nicht mehr, weil man kann ja eh die alten Spiele emulieren, aber halt nicht unterwegs. Ich spiele das Ganze da jetzt übrigens, wie ihr schon seht, auf dem Super Game Boy. Das ist seinerzeit rausgekommen, ein Adapter, den man auf dem Super Nintendo drauf gepickt hat, drauf eingelegt hat. Also statt ein Cartridge hat man diesen Adapter, diesen Super Game Boy Adapter reingesteckt und in diesen Adapter hat, boah, bitte ein Slowdown, hat man eben auch dann Gameboy-Spiele reingespielt und hat die eigentlich in mehr oder weniger in Originalqualität gespielt, weil das war keine Emulation, sondern in diesem Super Gameboy war einfach Gameboy-Hardware eingebaut. Die Gameboy-Hardware war ein bisschen enhanced, sodass man ein bisschen Farben simulieren hat können. Und dieser schöne Rahmen da, dieser Super Gameboy-Rahmen, den ihr da seht, der ist da auch dabei. Da gibt es nur einige andere Rahmen, die man sich aussuchen könnte, aber die meisten sind schier. Und ich finde einfach den Super Gameboy-Rahmen schon ganz okay. Ja, die Auflösung aus dem kann die Auflösung ein bisschen vertuschen, weil, wie wir alle wissen, hat ja der Gameboy nicht unbedingt die höchste Auflösung. Ich glaube, das haben wir im 100x100 irgendwas Bereich. Aber ideal für die sogenannte Pixel Art, würde ich sagen. So, Level 2.2 und jo, weiter geht's. So, mein Aufnahmegerät. Jetzt sind wir schon zum ersten Mal bei einer einzigen. Fuck. Also irgendwas hat es da mit der Latenz, das heißt, ich bin wirklich irgendwie, bin ein bisschen zu spät am Absprung. Fuck, Alter, fuck. Und da springe ich wahrscheinlich auch noch. So, ich muss das aber schaffen.
Na, fuck, Alter. Okay, irgendwas ist da mit der Reaktionszeit. Gefühlt ist, ist es ein bisschen verzögert. Vielleicht liegt es wirklich am 8-Bit-Gamepad, aber ich werde es schon schaffen, habe ich genug Leben. Weil der ganze, das Gamepad funktioniert ja mit Bluetooth und in meinem Super NT, also in diesem Super Nintendo Nachbau, ist ja quasi dann, steckt da ein Bluetooth-Empfänger drin. Und Bluetooth macht ja so, keine Ahnung wie viel, ich glaube so um die bis zu 10 Millisekunden Verzögerung. Und 10 Millisekunden Verzögerung könnten schon ausschlaggebend sein. Vor allem das Spiel, also Gameboy-Spiele sind ja so deshalb, dass es eigentlich überhaupt keine Latenz gibt, also kaum Verzögerung, weil es ja am. Da war ja kein Controller dazwischen, da war ja der Screen und der Controller sind ja gleich eins im Gameboy und deswegen sollte das eigentlich relativ responsive sein. Und ich bin gerade selbst ein bisschen verwirrt und beunruhigt. Okay, man kann ja draufbleiben am Knopf, dass ich da so Probleme habe mit dem Timing. Timing, ja. Gut. Wow, scheiße. Ja, das war sowieso erschreckt. Da sieht man, was für Freiheiten damals die Designer von Mario Land gehabt haben. Das, fuck. Okay, das war jetzt ziemlich ein Scheiß. Dass sie einfach da ein Shoot-em-up-Level in einem Super Mario-Spiel gemacht haben. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, in dieser Form dann auch nachher nicht mehr passiert, so wirklich. Aber damals hat es einfach funktioniert. Und war cool und ist heute auch noch cool. Und macht den Charme dieses alten Spiels aus. So. Das ist natürlich auch wieder super easy. Man muss eigentlich einfach nur überleben. Genau. Jo. Super easy, sagte Hux. Und starb. Okay. Und somit hätte er World 2-3 besiegt und bin schon durch die Hälfte des Spiels durch. So, in Welt 3 kann ich mich erinnern, dass da relativ viele Sprungsequenzen sind. Das heißt, es könnte sein, dass ich da jetzt ein bisschen stirb, aber ich denke mit 7 Leben. Oh Daisy, thank you Mario, oh Daisy. Und hier wurde sie zur Krake. Jo! Fuck! Also man, Blume ist bis jetzt nichts, aber ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um meine Leben. So, vielleicht muss ich mal, wenn ich in Zukunft wieder Super NES oder Gameboy Spiele spiele. Ah, es könnte natürlich auch sein, dass der Super Gameboy auch ein bisschen Verzögerung addet. Nein, das klingt jetzt ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Fuck, Alter. Aber, fuck. Es ist bei so einem unglaublich präzisen Spiel wie Mario Land schon sehr wichtig, dass die Eingabe punktgenau ist. Aber vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass heute der erste Jänner ist und gestern ein bisschen gefeiert worden ist. Und deswegen meine Reflexe, also meine Augen, Hand, Finger, Koordination, noch nicht so ganz ausgereift ist. Upsi! Jawohl, dann werden wir jetzt einfach auf unser Muscle Memory vertrauen. Ja, hat alles hingehauen. Ich meine, das, wie gesagt, das Spiel damals, vor 30 Jahren fast, habe ich so Ende nie gespielt. Das heißt, das meiste ist wirklich im wahrsten Sinn des Wortes in Fleisch und Blut übergegangen. Da sind diese argen Osterinsel-Figuren, die da herumjoggen und herumfliegen überall. Also vom Art-Design her. Ist das. Vom Art-Design her ist das Spiel ungefähr so aufregend wie meine Skills. Ah ja, ich bin echt schon. Punktgenaues Springen ist Voraussetzung. Ja, im größten und besten Abenteuerspiel aller Zeiten. So. Und ein Leben. So und. Jawohl, ich hab's da drin. Und das ist sowieso das Ärgste, dass die Koopas da eigentlich Bombenviecher sind, die einfach explodieren, nachdem sie getroffen sind. Jawohl, Muscle Memory for the win, Alter.
So, So. Fuck, Alter. Das habe ich ja wieder unglaublich graziös gemeistert, diesen Fail. Fehlhausen. Ich bin Prinz Baron Fehlhausen. Und da gibt es gerade ein bisschen eine fliegende Osterinsel. Invasion, Osterinselfiguren-Invasion. Na, und ich bin der kleine Mario. Der kleine Mario. Auf den Weg in das Verderben. Scheiße. So, vielleicht sind die Game-Designer ein bisschen gnädig. Und, jawohl, jetzt habe ich erwischt den Schwamm. Jo! Aber ich glaube, ich habe ja versprochen, ein bisschen näher auf meinen neuen, auf Season 2 Humaldo, da ist die Kamera, auf Humaldo Plays Season 2 einzugehen. Warum habe ich jetzt plötzlich da meine Videos in Seasons, also in Staffels aufgeteilt und warum rede ich auf einmal Deutsch? Jo, die Antwort auf diese Frage ist folgende. Ob sie das überhaupt so leicht beantworten lässt. Man muss dazu ein bisschen so die History von meinem Gaming-Kanal erklären. Und es ist wie folgt. Also ich habe da vor ein bisschen mehr als 2 Jahren angefangen mit YouTube und habe auf meinem Humaldo YouTube-Kanal verschiedenste Sachen ausprobiert. Und unter anderem habe ich da also Rock-Videos gemacht und Produkttest-Videos und Bla-Videos, wo ich einen Scheiß geredet habe. Unter anderem habe ich dann auch ein paar Gaming-Videos gemacht, also Let's Plays und so weiter. Habe dann festgestellt, dass mein Themen-Mischmasch auf meinem Kanal einfach zu hardcore war. Oh fuck, Scheiße. Und habe mir gedacht, so. Außerdem wollte ich mein Gaming-Kanal nicht. Okay, das habe ich nicht mehr gewusst, dass die von diesen anderen Steinen oder quasi erschlagen werden kann. Auf jeden Fall war mein Gaming-Kanal, also mein Hauptkanal, ich wollte ihm zuspammen, weil Let's Plays und so leben ja davon, dass man ganz viele Episoden macht und die vielleicht sogar täglich veröffentlicht. Ich wollte aber nicht das zuspammen, das war einfach zu viel gewesen für meine nicht-Gaming-interessierten Zuseher, dass ich da jetzt jeden Tag, Scheiße. Okay, nobler Gedanke, Ausführung, AI ist schlecht. Aber der Safe-Punkt war relativ human gewählt, oder? Ja, ich denke. Genau, deswegen habe ich da im April 2017 habe ich mit Humaldo Plays als eigenständigen Kanal angefangen und habe mir gedacht, wenn ich da jetzt schon meinen eigenen Kanal habe und Gaming ist ja ein weltweites Phänomen, dass ich quasi auf Englisch das Ganze probiere. Ich konnte natürlich dazu konnte ein bisschen Englisch üben, das war so ein bisschen ein Nebeneffekt von dem Ganzen. Und ich mache meine Videos an weltweiten Publikum zugänglich, indem ich einfach, ja, nicht gescherde Mundart, österreichischen Mundart, Dialekt, den eh kein Hund versteht, sondern indem ich das Englisch aufziehe. Das waren meine noblen Gedanken. Ich habe halt ziemlich viele Videos gemacht. Ich glaube, 180 Videos insgesamt habe ich in den ersten fast 1,5 Jahre gemacht. Und ja, da sind wir wieder in einer bisschen ägyptisch angehauchten Welt. Habe eben. Fucking. Habe aber dann feststellen müssen, dass das. Das ganze Let's Play-Thema auf YouTube eigentlich völlig übersättigt ist. Ich meine, mir war es damals schon klar, aber ich wollte es ja trotzdem probieren. Einfach mal selbst Let's Plays machen, Let's Play-Kanal betreiben, schauen, dass man möglichst täglich und so Videos rausschiebt. Das habe ich eigentlich recht gut gemacht. Kurze, recht unkomplizierte, technisch nicht recht aufwendige Videos habe ich bastelt. Und habe dabei auf Englisch geredet. Habe dann irgendwann einmal natürlich festgestellt, dass es nicht unbedingt viel Leute interessiert. Das heißt, der Erfolg hat sich in Grenzen gehalten, was sicher auch damit zusammenhängt, dass Let's Plays völlig übersättigt sind. Es gibt Milliarden Let's Plays-Kanäle und die meisten ja, werden halt vom Platzhirschen, wie ich sage jetzt noch mal Gronkh, eben schon ganz gut abgefrühstückt. Das heißt, es gibt so viele große, erfolgreiche YouTuber und Let's Player, dass eigentlich so ein kleiner Let's Player wie ich, vor allem wenn er schlechtes Englisch spricht und so und die Videos auch nicht unbedingt super aufwendig sind, es interessiert auf gut Deutsch niemanden.
Dann habe ich mal ziemlich viel Feedback gekriegt von außen, die gesagt haben, Herr Humaldo, deine Videos sind eigentlich relativ langweilig, weil so ganz ohne Schnitte und ganz ohne Nachbearbeitung, das, scheiße, das interessiert ja keinen und so. Und dann sind mir Beispiele gezeigt worden, schau diese angesagten YouTuber, wie aufwendig die ihre Videos schneiden und so. Stimmt, heutzutage sind die Top-YouTuber haben wirklich schon unglaublich aufwendige Videos. Und dann habe ich mal kurzzeitig probiert, oh shit, fuck, Alter, das ist diese Latenz. Dann habe ich Anfang letzten Jahres, also ziemlich genau vor einem Jahr, also 2018, habe ich dann probiert, meine Videos auch ein bisschen aufwendiger zu schneiden. Und habe halt gemerkt, das ist voll der Aufwand. Zum Beispiel mein erstes Video, mein erstes großes Projekt war PT, also Silent Hill Teaser. Also dieses berühmte PT, dieses Horrorspiel auf der PlayStation 4. Das habe ich dann nach langer, langer Zeit wieder mal gespielt, habe schon die ganzen Tricks vergessen gehabt und habe da ein Let's Play draus gemacht. Ich habe, glaube ich, insgesamt 1,5 Stunden Material gesammelt und habe das Material dann auf knapp kurz, ich glaube auf eine halbe Stunde habe ich es runtergekürzt oder 20 Minuten oder so. Auf jeden Fall, es war relativ, ich habe es auf relativ, scheiße, relativ viel getrimmt, bin da ziemlich lang dabei gesessen und so, aber im Endeffekt habe ich dann festgestellt, okay, auch wenn ich da jetzt wirklich 10-mal mehr Aufwand reingesteckt habe, als in meine Folgen einfach ziemlich scheiß drauf, einfach gecapturten, nicht geschnittenen Let's Play Videos, trotz viel mehr Aufwand, viel besserer technischer Qualität, haben es kaum mehr Leute geschaut. Ich habe das dann weiter versucht zu anfangen in der ersten Hälfte 2000, das ärgste, Bonusraum mit Stacheln, oder? Das ist so heftig, dass man, die haben Bonusräume, in denen man sterben kann, das sein, Thomas. Okay, ja, war relativ unbefriedigend, weil ich eben viel Aufwand in meine Let's Plays Videos reingesteckt habe, aber es trotzdem niemanden interessiert hat. Dann habe ich halt irgendwann einmal aufgegeben und habe dann eh schon eigentlich meinen Let's Play-Kanal auf Eis gelegt, mehr oder weniger. Habe dann kaum mehr Videos gemacht, sondern nur mal ab und zu mal, alle 2-3 Monate mal ein kurzes Video, so ein X-Minutes-Off-Video, so habe ich es genannt, wo ich quasi so ein Spiel von Anfang an spiele. So 20 Minuten, so dass man den Anfang sieht, wo man dann so ein bisschen, dass man das Spiel auch irgendwie den Spielern schmackhaft machen kann, so. Und habe aber aufgehört, dass ich fucking, fuck, fuck, komplette Serien mache. Was ich aber angefangen habe in der Zeit, war Twitchen. Das heißt, ich habe meine Let's Plays aufgegeben und habe auf Twitch Livestreaming angefangen. Und das war eigentlich eine richtig, richtig interessante Sache und ich finde es richtig cool, also auf Twitch Livestreamen und dann wirklich live mit dem Publikum interagieren ist. Jawoll, Alter, das war ja fast schon meisterhaft. Welt 3-3 ist auch vorbei. Und somit bin ich schon im letzten Viertel des Spiels. Noch knapp 28 Minuten. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe gesagt, Mario Land lässt sie weit unter einer Dreiviertelstunde beenden. Ja, Twitch, ich habe dann versucht, auf Twitch live zu streamen. Fixe Tage habe ich mir ausgemacht, zum Beispiel Montag und Mittwochs immer ab 9 Uhr abends, dass ich auf Twitch fix streame. Habe fast 100 Follower auf Twitch zusammengebracht. Was eigentlich eh ziemlich cool ist. Also hat mir echt taugt. Also ich rede gerade in der Vergangenheitsform. Ich habe alles theoretisch noch online und könnte jederzeit streamen. Ich habe halt nur gemerkt, dass diese zeitliche Abhängigkeit auf Twitch, dass die einfach extrem nervig ist. Weil, wenn man ein Publikum sich aufbauen will, das so seine Streams so beischaut und ohne Publikum machen Twitch-Streams nicht wirklich viel Sinn, dann muss man eine gewisse Regelmäßigkeit beibehalten, damit die Leute wissen, wann du online bist. Das heißt, deswegen habe ich gesagt, so Montag und Mittwoch immer ab 9. Hat immer ganz gut hingehört. Ich habe Dark Souls gespielt, also ich bin eigentlich nur mittendrin in Dark Souls. Also angefangen habe ich ja mit Bloodborne und dann Dark Souls. Bloodborne habe ich komplett durchgezockt auf Twitch. Also Bloodborne und Dark Souls bin ich mittendrin. Jo, hat sehr viel Spaß gemacht auf Twitch und ich habe sehr viel gelernt und da muss man Chinesen töten. Also das ist so mit der. Also für mich sind das. Also für mich sind das Chinesen, die herumspringende Chinesen. Ah fuck, ist das ein politisch inkorrektes Spiel, ist unglaublich. Auf jeden Fall, was halt wirklich cool war auf Twitch, ist, dass man da einfach quasi, da habe ich gelernt, oder zumindest ich habe
ich habe mich bemüht, die Zuschauer mit meinem Gequatsche zu unterhalten. Weil auf Twitch ist es so, theoretisch, man ist ja quasi live und es schauen irgendwelche Leute vorbei. Und man hat immer nur wenige Sekunden, damit man die Leute überzeugt, dass man ein guter Entertainer ist. Also dass man wirklich, dass sie, wenn sie zuschauen, dass sie da neben dem Spielmaterial eine gute Unterhaltung geboten kriegen. Und dazu muss man eigentlich immer die Pappen offen halten und immer quatschen und immer irgendwas erzählen, damit dann die Leute den Stream besuchen, nicht irgendwie gelangweilt werden. Weil wenn man einen Stream besucht und dann ist da ein Typ, den sieht man zwar in der Videocam, in der Facecam, aber der sagt einfach nichts und redet nicht, dann ist das relativ fad und die Leute schleichen sie wieder und man wird auf Twitch keinen großen Erfolg haben. Deswegen habe ich mir das antrainiert, ganz viel zu quatschen. Und ich habe meine ersten Twitch-Streams habe ich nur auf Englisch gemacht, zum Beispiel der komplette Playthrough von Super Mario Odyssey auf der Switch habe ich auf Englisch gemacht nur. Habe die Twitch-Streams dann auch als eigenständige Videos auf YouTube hochgeladen, habe gedacht, das ist so eine Zweitverwurstung. Bin aber dann auch nicht unbedingt glücklich gewesen damit. Und dann habe ich mir gedacht, so scheiß drauf, es ist alles, ist doch viel schöner und viel spannender für mich selbst, wenn ich auf Twitch im Dialekt streame. Und dann habe ich angefangen, dass ich auf Twitch einfach Mundart rede. Das hat Spaß gemacht, die Leute haben sich amüsiert drüber, die meisten haben mich auch verstanden. Und für mich war das Ganze auch viel lockerer zu machen, weil es ist ja doch nicht, Englisch ist doch nicht meine Muttersprache und somit ist das für mich, kann ich mich viel besser oder teilweise einfach besser ausdrücken, wenn ich auf Deutsch bzw. österreichischen Dialekt rede. Und somit habe ich da jetzt fucking die meiste Zeit gestreamt. Die Zeit, fuck, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe da eine Zeit, 88, scheiße. Okay, das Quatschen. Und, okay. Ich habe mich inzwischen schon so dran gewöhnt gehabt, dass ich während Videospielen auf Deutsch oder in Mundart brable, dass ich, wenn ich wieder mal ein Let's Play-Video gemacht habe, mich das eigentlich fast schon ein bisschen irritiert hat, dass ich da jetzt plötzlich wieder Englisch reden muss. Und ich habe mir gedacht, es ist ja für die internationalen Zuschauer. Für die guten Zuschauer muss ich unbedingt Englisch reden. Das Problem ist halt, die internationalen Zuschauer sind halt nicht dahergekommen. Und deswegen ist das Ganze eigentlich ein bisschen verlorene Liebesmüh gewesen. Und es ist auch ziemlich interessant, was da abgeht in diesem Level. Es ist immer noch sehr, sehr chinesisch angehaucht. Aber irgendwie mit Schottenmuster. Also ich musste gerade an ein chinesisches Schottland denken. Und bin gerade von einer komischen Blume, die in die Luft speibt, getötet worden. Gut. Meine englischsprachigen Videos auf Let's Play von Humaldo Plays waren also auch relativ unbefriedigend. Und wow, der geilste Raum. Wenn ich da nur ein bisschen Pusteblume hätte, dann konnte ich da sogar nur mehr absahnen. Jo, das heißt, ich habe nicht mehr recht viel, keine Lust mehr gehabt. Jetzt habe ich echt da probiert, einen Walljump zu machen, Alter. lang ist es hier. Und jetzt ist die Frage natürlich gestanden, was mache ich mit einem Let's Play-Kanal? Was mache ich mit Humaldo Plays, dem YouTube-Kanal? Und ja, war schon kurz davor, dass ich ihn komplett auflöse. Und dann habe ich aber die Idee gehabt, eigentlich erst, wirklich erst vor kurzem, vor einigen Tagen, also ich glaube an meinem Geburtstag war es, vorgestern, war ich ganz entspannt, bin ich in einer Therme gelegen, habe mich berieseln lassen von warmem Wasser. Und da ist dann plötzlich die Idee entstanden, herst, warum nicht einfach auf meinem Let's Play-Kanal auf Humaldo Plays auch auf Mundart wechseln, weil schließlich internationales Publikum habe ich ja eh nicht, aber ich habe ein paar regionale Menschen, die sich meine Videos schon ab und zu recht gerne anschauen und haben mir gedacht, konzentrieren wir uns einfach auf die. Deswegen ist jetzt da mein neues Konzept geboren. Season 2 habe ich es genannt. Season 1 waren alle Videos bisher auf diesem Kanal. Und Season 2 ist jetzt quasi mal ab heute
Mundart-Videos von schlechten Spielleistungen. Und der große Unterschied ist, ich versuche jetzt, meine Erfahrungen auch von Twitch mit YouTube zu verbinden. So, der Unterschied ist, auf Twitch-Streams dauern immer ewig lang. Also jeder Stream sollte mindestens so 2-3 Stunden dauern, damit da die Leute vorbeischauen können. Das Ganze ist ein Live-Event und so weiter. Hat aber dann nicht recht viel Nachschauwert. Das heißt, niemand schaut sich dann 4 Stunden lange Livestreams im Nachhinein. Das Coole an Twitch ist halt, dass man da live dabei ist, wenn was passiert. Und ich versuche das jetzt auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen für YouTube zu adaptieren. Ich mache jetzt einfach Videos, die deutlich kürzer als 3 Stunden sind. Also ich versuche so in der halben Stunde, dreiviertel Stunde zu bleiben. Und in dieser halben, dreiviertel Stunde mache ich genau das Gleiche, was ich früher auf Twitch oder was ich halt auch auf Twitch mache, nämlich irgendwas Leibendes zum Spielen und dabei zu quatschen und versuchen, meine Zuschauer zu unterhalten. Nur halt quasi offline. Das heißt, ihr könnt mir zwar Kommentare unten schreiben, aber ich kann halt nicht in Echtzeit drauf reagieren. Klar. Und das versuche ich jetzt. Und das Ganze, und jetzt muss ich schon langsam zu einem Ende kommen, weil ich bin in der letzten Welt. Ich bin in Welt 4, 3, was wieder ein Sidescroller ist. Und was ich jetzt vorhab, ist, ich mache einfach Videos von Spielen, die mich freuen. Das heißt, da gibt es jetzt keine Kontinuität. Das heißt, ich mache jetzt nicht 400-teilige Videoserien, sondern ich mache einfach vor ein Spiel, egal ob das ein neues Spiel ist, ob das ein altes Spiel ist, ob das ein Retro-Spiel ist. Ich mache einfach ein Video, wo ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang dieses Spiel spiele und dazu quatsch und das war's dann wieder. Und es gibt mal vorerst keinen zweiten Teil von einem Video, außer, und das habe ich mir jetzt überlegt, außer ein Video erreicht über 100 Views. Wenn ein Video über 100 Mal angeschaut wird, dann mache ich einen zweiten Teil. Und wenn der zweite Teil dann auch über 100 Mal angeschaut wird, dann gibt es einen dritten Teil und so. Und so werde ich das handhaben. Und das macht sogar Sinn, weil wenn ein Video über 100 Mal geschaut wird, dann ist ja anscheinend ein Interesse da, dieses Video zu sehen. Und somit ist es ein Win-Win für alle. Ich kann eine Videoserie machen gerne und die Zuschauer wollen das sogar sehen. Und wenn es niemand sehen will, dann geh einfach zum nächsten Spiel weiter. Ich habe jetzt ein bisschen vor, dass ich mir durch meine ganze Oldie-Sammlung durcharbeite. Ich habe ja einige Spiele aus meiner Jugend, hauptsächlich Super NES, NES und Gameboy-Spiele. Und durch die werde ich mir einfach durcharbeiten. Und dazu werde ich einfach quatschen und einfach meinen Button nicht halten, genau wie ich das jetzt schon mache. Und habe auch verschiedene Ideen, wie zum Beispiel über tagesaktuelle Themen quatschen, zum Beispiel News-Seiten. Das heißt, ich meine, da bei so einem Action-Spiel wie Mario ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig, da irgendwelche tagesaktuellen Gaming-News abzuarbeiten. Fuck, Alter, voll in das Ding sehen. Und aber es steht alles offen, Das heißt, es wird da so eine Art Kontinuität geben. Ja, da kommen die Fäuste, zwei Fäuste gegen Mario. Und somit sind wir schon beim scheinbar Endgegner, eine Wolke, der irgendwie Vögel ausspuckt. Und es ist eigentlich recht einfach, man muss eigentlich wirklich nur am unteren Bildschirm anbleiben. Und jetzt kommt der böse Endgegner, Tanaka oder Tatanka, irgendwie so heißt er. Tatanka. Ist irgendein Alien in einem Anzug. Also in einem Anzug, sage ich, in einem Raumschiff. Und die Strategie ist eigentlich ziemlich einfach. Ich muss eigentlich wirklich nur schauen, dass ich den mittleren für die 3 Schüsse ausweiche. Oh fuck, ja, sagte er und starb. Das heißt, ich konzentriere mich auf die mittleren der 3 Schüsse und weiche dem immer aus und schieße auf die ganze Zeit. Und irgendein Schuss geht schon durch. Und irgendwann wird der kaputt sein. Und anscheinend kann man die Schüsse auch umbringen und zu viel gewatschen werden, spülen. Und somit habe ich noch einer Spielzeit von 39 Minuten das Spiel durchgespielt. Das war Super Mario Land. Und jetzt ist wirklich die Daisy da. Genau, und ich bin fast rechtzeitig auch mit meiner Erzählung zum Ende gekommen. Das ist jetzt meine neue Serie Season 2 auf Humaldo Plays. Ich rede auf Deutsch, Mundart, österreichischen Dialekt, so wie ihr hört, wie man da schnurrig gewachsen ist. Spiele, die mir taugen. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal. Und das war's dann auch schon wieder. Und die nächste Folge ist wieder ein anderes Spiel. Und wenn es euch taugt und viele Leute meine Videos schauen und 100 Views erreicht werden, dann gibt's
ein zweites Spiel. Gunpei Yokoi, der ehrwürdige Gunpei Yokoi, war der Erfinder des Gameboys. Leider beim Autounfall, damals schon in den 90ern verstorben, aber der hat quasi Super Mario Land designed. Und der Programmer Yamamoto, nicht zu wechseln mit Miyamoto, aber der Miyamoto war in diesem Spiel ja gar nicht involved. Jo! Viel Gequatsche, 40 Minuten durchgefasle, aber ich bin ja schon gut trainiert gewesen von Twitch. Nur das Ganze jetzt offline. Und ich freue mich schon, wenn ich dieses Video jetzt dann fertig schneide und am 1. Jänner 2018 veröffentliche. Jo, dann schreibt es in die Kommentare unten rein, wie es euch gefallen hat, ob euch das Ganze interessiert hat, ob ihr mein Non-Stop-Gequatsche, ob ich das lässig finde. Und wenn nicht, mache ich trotzdem eine Zeit lang weiter. Jo, ich werde jetzt nicht den ganzen Abspann da jetzt abwarten, sondern werde mich jetzt einfach verabschieden und wünsche euch ein frohes, geiles, tolles Jahr 2019. Und anscheinend ist der Abspann eh schon vorbei, deswegen ist das Ganze unkompliziert, ungeschnitten und unheimlich unterhaltsam. Pfiat euch.